So, und damit herzlich willkommen zurück zu Let's Play Far Cry 3. Und ja, hier sind wir dann jetzt. Ach Mensch, das ist aber mit dem Windrad. Das sieht aus wie kleine Schäufelchen. Egal. Was haben wir denn? Ah, ja, ein Tümpel. Dort geht's noch. Also die. Ich kann über die Gegend echt nie meckern. Also generell, also das wirkt alles recht sehr echt, sehr lebendig und alles. Logisch, auch mit den ganzen Tieren und so. Das ist einfach nur schön. Einfach nur schön. Die Musik ist hier ein bisschen beängstigend, muss ich mal sagen. Und das ist hier so ein altes Herrenhaus scheinbar. Und ich soll hier hin. Gefällt Ihnen was davon? Ich persönlich mag ja die Roten. Die lila aussehenden, die heitern auf an grauen Tagen. Alles ist wunderbar. Ehrlich. Oh, nicht die Gelben. Die bloß nicht. Die können auch töten. Die Mischung stimmt noch nicht ganz. Übrigens, Dr. Earnhardt hier. Oder mal hier, mal da. Kommt drauf an. Ja, ich heiße Jason. Dennis sagte, Sie könnten mir helfen, dass Sie einen meiner Freunde hätten. Einen Ihrer Freunde? Ich destilliere später noch eine Ladung. Was? Oh, Sie meinen das Mädchen, Daisy. Oh, Sie haben Daisy. Ich dachte, Sie benutzen eine Art Code. Wo ist sie? Na, sie ist in meinem Haus, Sir. Hier. Was für ein Code? Zwei Fähigkeitspunkte. Wieso ist denn der schon wieder weg? Der macht mir Angst. Also wir müssen jetzt gleich ins Haus, aber bevor ich das... Achso, oh, der sitzt ja noch. Meins. Pilze? Hä? Ach so. Ja, klar. Man muss das nicht alles... Oh. Algenbefall. Waren da gerade kubanische Zigarren drin? Wer weiß, was der noch destillieren wollte. Bestimmt irgendwelche Drogen. Aber das sind ja hier die kleinsten Probleme auf dieser Insel. Und, ah ja, rein ins Haus. Schatz, ich bin zu Hause. Ja, wie sieht das hier aus? Als Frau hier untergekommen, hat nicht mal großartig sauber gemacht. Mann, 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 Mann. Der Herr sieht aus. Der hat zwei Waschbecken. Also in grob weitesten Sinne Waschbecken. Und die sind einfach alle voll. Aha, der liest gerne und guckt dann da ra- Ja, kann ich verstehen. Oh, ein Pavillon. Kann ich verstehen. Super. Oh, hä? Vielleicht so rum? Nee. So. Alter, das ist ein Typ. Ein Ventilator. Kann ich damit? Kann ich den anderen? Nee. So, Daisy. Nee, ich will nie wieder raus. Ah. Hier kann ich also rein. Ja, okay, nee, da. Ich darf mich nicht so ablenken lassen. Hallo? Ach, Mensch. Oh. Sie verbrennt ja. Ja, natürlich. Als ich sie fand, war sie am Arm verletzt, was an sich noch kein Grund zur Sorge gewesen wäre. Allerdings lief sie durch ein Feld mit Antiaris Toxicaria. Upasbäume. Hochgiftiges Latex. Ich habe ihr ein Gegengift verabreicht. Jede Stunde. Ich fürchte, dass sie noch eine weitere Dosis benötigt. Ich habe sie doch gerade untersucht. Sie ist leer. Wo kann ich Nachschub besorgen? Besorgen Sie uns ein paar Höhlenpilze und alles wird wieder in Ordnung kommen. Suchen Sie an den Klippen im Westen. Vielen Dank, Doktor. Entschuldigen Sie die Hektik. Das ist doch nichts. Das Mädchen muss leben. Für Sie und für mich. Nicht dran rumfingern. Alter geiler Bock. Darf ich hier nochmal rein? Was macht... Jason, du bist echt zu vertrauensselig. Nach dem, was die hier auf der Insel... Naja, egal. Sie schläft, ja, da kriegt sie an den... Hä, was, wie? Pilze in der Tiefe. Ja, wir holen jetzt Pilze. Kann ich hier gar nicht Schnellreisen irgendwie aktivieren oder so?
Ah, der Typ, habt ihr gesehen? Der hat ein fieses Augenproblem auf seinem linken Auge. Da hat der übelsten Schmodder drin. So, jetzt müssen wir hier mal... Fähigkeiten. Ich habe 2 Fähigkeitspunkte. Der Hai. Was kann ich hier machen? Ich erhalte einen zusätzlichen Gesundheitsbalken. Ja, bitte. Was ist das? Okay, damit könnte ich 2 Gesundheitsfelder heilen. Ich frage mich natürlich, wie viel Level kann ich denn hier aufsteigen? Oder ist das unbegrenzt? Ach, Takedown und Verstecken. Ah. Mit einem Standard-Takedown kann ich die schneller verstecken. Erhalte ich noch doppelt so viele Gegenstände von Pflanzen, kriege ich auch... Ah, okay. Wenn... Okay. Ah, das macht schon Sinn hier. So, jetzt zeig mir mal... Boah, babam! Das Tazza-Quatzel, hast du nie gesehen, was auch immer das hier ist. So, hier... Was ist denn hier Kost? Achso, nee, das bringt mir. Die ist verfügbar. Die P9. Die Magnum ist, die würde was kosten. Gut, dann kann man ja eigentlich so lange spielen. Die Skorpion wäre verfügbar, aber ich habe also. Munition! Ich möchte, füll mein Inventar auf. Sehr schön. Reicht mir schon. Jetzt tun wir noch den. Fälle. Ah, kann ich jetzt vielleicht schon was... Hä? Was? Wie? Nein, hier will ich gar nicht hin. Herstellen kann ich beim... Was brauche ich für den nächsten... Ah, Tapirfälle, okay. Und für die nächste Spritzentasche brauche ich ein Hundefell. Oh, und ich habe 3. Sehr schön. Herstellen. Ach nee, ich habe 1 und benötige 3. Ach, Mist. Mist. Für die nächste Brieftasche. Kasuarleder? Mhm. Ach. Das ist doof. Doof. Waffengurt, was war das nächste? Hirschfell, okay. Munitions. Ah, brauche ich ein Wildschwein? Wurfgeschossball, ich habe doch. Ach, das sind Granaten. Sprengstoffball, Sprengstoff für Flammenwerfer, Raketen, Dingens? Ach hier, Pfeilköcher? Was würde mich das hier? Auch Tapirfälle, okay. Okay. Ja, wir haben jetzt hier erstmal... So, dann... Auf zu neuen Ufern! Wo muss ich hin? Hier geradezu, von daher, Moment. Muss ich da einfach runter? Und weiter geht's. Komme ich hier lang? Juhu! Das ist eine geile Art. Und hopp. Das macht Spaß. Vor allen Dingen ist das dahingehend cool, dass man hier natürlich wirklich sehr schön, sehr schnell hier runterkommt. Was ist denn da? Alter, bleibt stehen! Ach, das ist doch... Wir sind doch nicht im Westen. Wir sind doch nicht im Westen. Was hat er denn jetzt? Achso, wegen dem Regen oder was? Gewitter? Ach, wie geil ist das denn? Ich hab die Schnauze voll, komm.
Ist das ein bisschen übertrieben? Wahrscheinlich. Aber was soll's. Ja, damit. Ich muss hier eh lang rennen. Um meine ganzen Pfeile wieder zu bekommen, dann muss ich mal kurz wechseln. Immerhin 6, 7, 8. Ach, schön. So. Hier habe ich, glaube ich, auch noch irgendwo einen hin. Ja, so, jetzt habe ich fast alle wieder. Schön. Mensch. Ach, ist das schön. So. Kiste. Smartphone. Naja, egal. Komme ich hier? Ja. Nee, hier wäre eh zig. Haha! Meisterschütze! Naja, vielleicht noch nie, aber... Wildschwein? Hallo? Hä? Hä? Hat er das jetzt einfach so genommen, oder was? Ohne Animation? Ach, schön. So, gut, okay, jetzt. Mann. Wechsel mal die Waffe. Ich will hier immer, wie in Dead Island, von wegen hier dieses... Super. Er hat nicht erwähnt, dass die Höhle unter Wasser liegt. Ach. Moment. Eins, zwei, drei. Ein paar Kniebeuge, um aufzuwärmen und dann... Wow. Bam. Oha, das wäre ja fast... Ey, geil, der ist auch richtig schön tief eingetaucht. Mal sehen. Ich wette, irgendwann springe ich bestimmt so ein Hai in. Schnelles Schwimmen. Cool. Direkt ins Maul, wollte ich sagen. Alter, na darauf hätte ich ja Bock. Oh Gott. So. Achso. Kranke Doktor weiß hoffentlich, was er tut. Hoffen wir es mal. Und vor allen Dingen hoffen wir mal, dass der die Olle in Ruhe lässt. Ne? Ja, da ein bisschen komisch, ne? Und so. Todessprung. Ja. Hui! Und los, nach oben. Hallo? Cool. Gefällt mir super, kann ich nur immer wieder sagen. Da müsste man direkt mal eigentlich mal testen, was passiert, wenn man einen Flachkörper macht. Wo sind denn die dämlichen... Hä? Hä? Wo sind denn die dämlichen Pilze da oben? Ne? Und wie komme ich da hoch? Hier noch nie so ganz, woran ich mich überall festhalten kann. Hä? Ach. Bin ich jetzt hier irgendwo runtergefallen oder was mache ich denn hier gerade? Okay, hier kann ich dran hoch, alles klar. Ach, und dort sind die Höhlen. Ach du Schreck. Ja, und forsche die Höhle und finde. Oh. Das ist mal neu. Alles ist so scheinig und glitzerig. Hui. Schön. Die Pilze brauchen wir nicht mehr rauchen, dass die heim machen. Das machen die einfach so. Ich persönlich mag ja die roten. Hoch hier. Du bist wach. Vielleicht nicht ganz. Hä? Alter, was ist denn hier los? Ich schwebe. Ui. Ui. Der Dschungel spricht nur durch den Krieger. Der Pfad führt ins Herz des Dschungels.
Was zur Hölle war denn das? Das Studio hat angerufen, ich hab die Rolle. Jetzt. Hä? Hä? Alter. Alter, der ist ja voll drauf. Mann, aber cool gemacht irgendwie. Nochmal einen tiefen Zug. Und wir sind im Happy Happy Land. Mit dem Rest von unserem Urlaub. Ui. Ich dachte, wir könnten wie Erwachsene drüber reden. Über was denn? Lisa, wir sind in Bangkok zusammen. Und ich kann nicht fassen, wie schön du bist. Das ist natürlich ein sehr... Muss ich euch Scheiße trennen, so wie eure Freunde? Oh, sehr geile Anmache. Ich hab dir versprochen, auf euch zwei aufzupassen. Oh, jetzt sind auch noch schöne bunte Lichter. Jetzt verändern sich noch die Farben. Ach, ist doch super. Alter, der ist auf dem Trip. Riley ist ein kleiner Bruder. Er sieht zu dir auf. Oh, die schönen Lichter sind weg. Verdammt. Hey, Jay. Alles ist so trist. Meine Zeremonie nächsten Monat, oder? Tut mir leid, hab zu tun. Jetzt bin ich mal gespannt, wo wir hinkommen, wenn wir durch diese Tür gehen. Oh! Dr. Earnhardt? Jagen wir die Tür! Nein! Moment. Ganz ruhig, kleine Tür. Ganz ruhig, kleine Tür. Ganz ruhig. Oh. Wenn du nicht willst, dann... Hallo? Ui! Hier passieren ja ganz seltsame Dinge. Du bist ein echtes Naturtalent. Flup. Flup. Pilze. Okay, jetzt bin ich hier irgendwo runtergefallen und hab dadurch scheinbar offensichtlich bin ich wieder klar im Kopf. Alter, das war ein Trip. Halleluja. Ah, top. Top gemacht. Schön. Da ist einer. Na! Oh! Sollen das Fledermäuse sein? Alter. Endlich haben wir hier die schönen bunten Pilze. Die Höhle müssen wir uns echt merken. Ich hoffe, das klappt nochmal. Ja, nimm bloß nicht zu viel mit. Alter, wer weiß, was das nochmal... Wenn das nochmal passiert, nimm da hier gleich alle. Ach, Mist. Nun gut, dann gehen wir mal zurück. Ach, Kiste. Ja, dass sich hier Leute in der Höhle aufgehalten haben, wundert mich nicht. Eine Spielkarte. Hopp. Und hier soll... Na, Alter. Hallo? Na, bist du immer noch drauf, oder was ist los? Wow. Wie lange war ich da unten? Naja, du hast das ein bisschen genossen scheinbar. Nee, das ist zu klein für eine 8-8er. Oder? Ich meine, gut, hier fehlt ja ein bisschen was vom Rohr, aber... Aber echt cool gemacht, alles im Allem. So, wir sind aus der Höhle raus und wir machen jetzt zurück zum Haus, um den Pilz zu geben. Mal sehen, wie viele Tage wir da unten waren. Ich hoffe mal, es waren nur ein paar Stunden. Die waren aber sehr intensiv und haben wirklich ja, den Horizont erweitert. Ganz spirituelle Reise und so. Alles easy. Ja, und dann bis in der nächsten Aufnahme, dann gehen wir den Weg da weiter und, oder besser gesagt, in der nächsten Folge. Und bis dahin sage ich tschö mit Ö, tschö, bis dann, ciao.